wir packen jetzt ein. Ne? Einen von diesen Hammern, die ich wahrscheinlich nie benutzen werde, nehme ich mit. Schweineteuer das Zeug. Und ich habe auch keine Ahnung, wie dieses Ding hier funktioniert. Ich fange jetzt mit den Antriebswellen an. Ich weiß nicht, wie kalt es ist, aber so sieht heute der Kameramann aus. Also ich kann überhaupt nicht sehen, dass sich da irgendwas dreht. Auf jeden Fall haben wir eine Laterne mitgenommen. Und 6 Monate an diesem Ort. Genau. Unglaublich. Wir sind Yvonne und Nicolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Mittlerweile haben wir Oktober. Es ist schon bitter kalt geworden draußen. Also die Nächte werden richtig, richtig kalt. Es wird Zeit, dass wir so langsam hier vom Hof kommen. Wir sind auch dabei, die letzten Sachen jetzt auch schon zu machen. Und heute zum Beispiel machen wir die Sandblechhalterung fertig. Wenn es eine Liste geben würde von den Arbeiten, die ich am meisten irgendwie hasse, dann ist es irgendwie kleben. Das ist Nummer 2, mich durch den Kabelbaum fummeln. Diese Dinger, diese Abzieher hier, sind Gold wert. Damit ist das so einfach alles. Normalerweise abkleben vorher, aber mit den Teilen brauchst du es nicht. Mega. Also wenn ich die Dinger finde, dann verlinke ich euch die im Video. Das sind jetzt die Stehbolzen, die man für solche Airline-Schienen mitkaufen kann. In verschiedenen Längen. Ich finde das mit den Airline-Schienen sehr praktisch und variabel, wenn man halt die, naja, also variabel, flexibel halt, ne, das meine ich damit. Wenn wir die Sandbleche mal doch ein Stückchen höher hängen wollen, geht das trotzdem. Ne? So, man kann das halt verschieben, macht total Sinn, auch für andere Sachen. Fertig. Also das muss jetzt noch 24 Stunden trocknen, wahrscheinlich länger bei der Witterung. Wir haben jetzt so, weiß nicht, 13 Grad oder so. Die Sonne hat jetzt nicht mehr so viel Kraft. Vielleicht lassen wir es auch 2 Tage durchtrocknen und dann packen wir die Sandbleche auf und gucken mal, wie es aussieht. Ich habe das auf beiden Seiten so gemacht, dass die Bohrungen, die ich jetzt in die Sandfläche hier reingemacht habe, auf beiden Seiten halt passen. Und wir werden jetzt erstmal links und rechts jeweils ein Sandblech haben. Wir haben aber schon gesehen, dass einige teilweise Situationen hatten, wo sie nur mit 4 Sandblechen rausgekommen sind. Also werden wir wohl noch 2 dazu holen. Deswegen lasse ich jetzt diese Stege, diese Bolzen hier auch noch ein bisschen lang, weil die brauchen wir halt für 2 Sandbleche. Absägen kann man das ja immer noch. So, wie machen wir das hier? Ich mache das einfach mit solchen Muttern für den Abstand. Und dann sind das hier so Griffe, die einen Schlüssel haben. Den steckt man einfach rein, zieht den raus und jetzt kriege ich den nicht mehr ab. Ja, also das Sandblech, das hat 1,50 Meter. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch ist. Was für Längen habt ihr so für Sandbleche und warum? Schreibt doch mal in die Kommentare. Wir sind noch am Überlegen, ob wir zu diesen 1,50 Meter Blechen zu den 1,50 Meter Blechen nochmal 2 Meter Bleche dazu holen. Einfach, dann ist halt mal, wenn man sich mal so richtig tief in die Scheiße eingegraben hat, dass man da eben dann doch ein bisschen mehr Grip hat, um ein bisschen weiter voranzukommen. Ne? So, ja. Noch ein paar schöne Reparaturen. Unser erster Ditcher. Ist denn das passiert? Ich sollte Nico beim Einparken helfen und da hat leider die Kommunikation noch nicht ganz so gut geklappt. Auf jeden Fall haben wir eine Laterne mitgenommen. Wir wollen auch diese Regenleiste hier anbringen über die Tür, damit bei stärkeren Regenfällen der Regen dann auch wirklich seitlich abfließt und nicht möglicherweise noch in die Tür dann reingeht. Also ganz so dicht ist sie dann leider irgendwie doch nicht. Ist halt so eine Wohnmobiltür, die nicht mehr so ganz gut an den Dichtungen ansitzt. Der darf nicht lange offen bleiben hier, weil sonst wird das zu Gelee. Und ich habe jetzt irgendwie schon 2 Primer 210 gehabt, zusammen mit Dirk, die Hälfte verbraucht und der Rest weggeschmissen, weil da nur noch Gelee ist. Und das ist
schweineteuer, das Zeug. Also immer schön aufpassen, wieder zumachen. Wir haben drauf geachtet. Tja, vielleicht müssen wir halt noch schneller arbeiten. Keine Ahnung. Also mache ich mich mal dran. Heute Morgen war mir das noch gar nicht so bewusst. Und auch als wir dann angefangen haben, war mir das noch nicht so bewusst. Aber jetzt so langsam, wir packen jetzt ein, ne? Ja, was nimmt man mit, ne? Ja, es ist halt auch so viel Werkzeug dabei, was irgendwie sich angesammelt hat über die Jahre und was man eigentlich nie braucht. Ne? So, das muss ich jetzt irgendwie mal aussortieren. Und auf der anderen Seite gibt es halt Sachen, die noch fehlen und die wir dann wiederum noch dazu kaufen müssen. Welchen von diesen Hammern, die ich wahrscheinlich nie benutzen werde, nehme ich mit? Den kann man immer gebrauchen. Man hat nicht immer die richtige Schlüsselweite zur Hand dann gerade mal und so Zwischenmaße zum Beispiel, die man irgendwie nicht hat. Also ich zum Beispiel keinen 22er Schlüssel gehabt. Den braucht man aber recht häufig für einen LKW. Den werde ich mir nochmal besorgen, aber der ist dann auch nochmal gut, wenn man halt einen zweiten braucht. Ne? Heute geht es ans Abschmieren. Das ist so die letzte große... Das letzte große Ding auf unserer Liste, bevor wir abfahren. Und da ist es irgendwie auch ein besonderer Tag heute. Habe ich vorher noch nie gemacht. Ihr kennt ja noch die Aufnahmen, glaube ich, von den ersten Videos, wo mir alles gezeigt wurde. Seitdem habe ich mir die Schmiernippel noch nie wieder angeguckt. Und ich habe auch keine Ahnung, wie dieses Ding hier funktioniert, ehrlich gesagt. Mal gucken. Also, ja, schauen wir mal, wie es wird. Also auf jeden Fall habe ich das hier und das hier. Und das muss da irgendwie rein und dann muss irgendwie der Schlauch da irgendwie noch dran und das geht dann auf die Schmiernippel, genau. Und dann pumpt man da irgendwie und dann kommt da hoffentlich irgendwie Fett raus. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Ich habe auch nichts auf YouTube oder so angeguckt, ne? Also ich habe keine Ahnung. Also steht hier irgendwie drauf, wie man das machen soll. Genau, das Ding hier nach hinten. Dann nimmt man die Kappe ab. Hier vorne dieses Ding hier ab. Hat nicht geklappt. Tja, das ist das, wenn man das billige Zeug kauft. Also erstmal reinstecken und aufschneiden. Genau. Zuschrauben. Passiert aber noch nichts. Okay, jetzt ist... Jetzt ist fest? Ja. Ah. Okay. Genau, also der Trick ist irgendwie hier, hier ist ja die Feder drinne und damit ist die Feder sozusagen blockiert und das muss man dann hier, diese Arretierung, losmachen. Jetzt ist sozusagen immer Druck drauf. Da kommt es. Zack. Ich habe mal hier einen Plan gemacht. Das ist unser Abschmierplan. Genau, das sind die Abschmierpunkte. Laden wir denn noch für alle hoch? Ich würde sagen, wir fangen von vorne an und gehen nach hinten durch. Also zuallererst würde ich mich erstmal um das Lenkgestänge, das ist hier vorne, das hier, kümmern. Da sind 4 Schmiernippel, glaube ich, oder 2? Ne, 2 Schmiernippel nur dran. Und zwar einmal hier und hinten, also hier und da. Und der Keilriemen oder die Keilriemen, die haben hier Rundschmiernippel. Da gehe ich auch noch mal ran. Und vorne die Federböcke da und da. Mein erster Schmiernippel. Und es werden noch ganz viele Folgen. Genau, in meinem Leben. So. Natürlich ist hier alles irgendwie total zugeschmoddert. Also richtig zugeschmoddert sind die. Alter Falter, ey. Das mache ich erstmal ein bisschen sauber. Weil es bringt ja nichts, irgendwie den Dreck damit reinzudrücken. Das Ding soll jetzt da irgendwie oben drauf. Der ist jetzt nach oben gekippt. Das ist irgendwie auch nicht so geil. So, zack, oben drauf. Und jetzt pumpe ich ein bisschen. Geht alles vorbei, oder? Ja. Gefühlt schon. Es kommt übrigens oben quillt es raus. Tatsache. Dann ist das auch noch nicht festgedreht. Schlechte Vorbereitung. Ja, nee. Ich gehe noch mal zu meiner Werkzeugkiste und mach das mal fest. So, frisch festgezogen. Versuch Nummer 2. Versuch Nummer 2, hier irgendwie Fett reinzukriegen in die Federböcke. Nichts zu machen, ey. Was ist da denn?
Alter Falter, ist das normal? Keine Ahnung. Und jetzt? Also, ich habe keine Ahnung, warum ich in die Federböcke hier das nicht reinkriege. Also, ich kriege kein Fett rein. Da habe ich mal hier das eines der Mührnäppel rausgenommen. Man sieht halt, da ist so eine Feder unten drin. Hier und oben so eine Kugel. Und diese Kugel wird von der Feder sozusagen nach oben gedrückt. Und sobald ich dann was reindrücke, also Fett reindrücke, wird diese Kugel nach unten gedrückt. Also, eigentlich ist das, wenn der Schmiernäppel reingedreht ist, also den muss man nicht lose drehen. Ich kriege aber kein Fett in die Federböcke rein. Keine Ahnung. Von der spannenden Rolle der Keilriemen. Das wunderbar funktioniert, da musste ich gar nicht groß Druck aufbauen. Also warum das jetzt irgendwie an den Federböcken, also hier unten an diesen Dingern, nicht geht, ich habe keine Ahnung. Also hier geht das wunderbar, hier auch. Also ich mache das jetzt ganz vorsichtig, kann da jetzt reinpumpen und guck mal, wo das dann wann wieder irgendwo rauskommt. Wo ist denn das Ding jetzt? Ach, da ist der hintere Teil des Lenkgestänges. Also heute ist bestes Wetter, um unterm LKW abzuschmieren. Ich weiß nicht, wie kalt es ist, aber so sieht heute der Kameramann aus. Ja, Nico hat seine Thermoskihose heute an, um nicht zu erfrieren. Ja, es ist aber bald geschafft und dann geht es hoffentlich in den Süden. Geht es da unten oder ist es sehr kalt? Es geht, also mit einer Thermohose ist das eigentlich ganz gut auszuhalten. Ja. Das Thermohemd auch, keine Ahnung was wir haben, 4 Grad oder so. Das sind Jahrzehnte von Dreck da drauf, glaube ich. Also die Abschmierhäufigkeit weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht so hundertprozentig genau. Ich habe auch keinen Abschmierplan jetzt für den hier bekommen, bis jetzt noch nicht. Habe mir das eben mal von anderen jetzt abgeguckt, Iveco zum Beispiel. Es gibt halt einige Teile, die werden alle 2000 Kilometer abgeschmiert, andere alle 5000 Kilometer und dann wieder gibt es auch 10.000 Kilometer. Keine Ahnung, ich schätze mal die drehenden Teile eher in einem kürzeren Intervall. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht, beziehungsweise was ihr so wisst, was wie abgeschmiert wird und wie häufig. Mir ist gerade eingefallen, die Schmiernippel, die soll man gar nicht richtig fettfrei machen, also abwischen, weil die können ja auch anfangen zu rosten. Deswegen lieber ein bisschen Fett drauf machen oder drauf lassen. Das muss ich jetzt nochmal wieder nachholen, weil ich habe den nämlich immer abgewischt. Das ist gar nicht so gut. Wir wollen ja nicht, dass das rostet, weil dann geht da nämlich gar nichts mehr durch. Ich fange jetzt mit den Antriebswellen an oder den Kreuzgelenken. Dadurch, dass hier alte und neue Kreuzgelenke oder Kardanwellen oder wie die sich hier schimpfen, drin sind, haben die auch eine unterschiedliche Anzahl an Schmiernippeln. Das hier scheint eine alte zu sein, weil ich kann hier nämlich nur einen sehen. Ja, so wie es aussieht, ist hier nur einer. Und gleichzeitig gucke ich immer, ob die alle fest sind, weil ich habe den einen vorne ja nur lose entdeckt. Und das Ding scheint fest zu sein. Oh, denn fröhliches reinpumpen. Wenn es immer so ein bisschen hell dann rauskommt, dann weiß ich, okay, das gute Fett ist jetzt drin, so dass es reicht. Na, hier bewegt sich die Antriebswelle rein und raus. Und das muss natürlich auch mitgeschmiert werden. Und das ist hier der Schmiernippel dafür. Da kommt nichts. Also ich schätze, das ist jetzt alles hier hinten drin irgendwo. Na gut, ich habe da jetzt ein paar gegeben. Müsste ja irgendwie was gebracht haben. Sieht jetzt auch nicht furztrocken aus hier. Ist sowieso alles zugeschmottert hier oben. Versehe dann auch nicht. Ich schätze mal, das ist jetzt hier hinten alles reingelaufen. Oder was meint ihr? Das würde mich mal interessieren. Ich habe jetzt verstanden, was das mit den zwei Abschmiernippeln bei den neueren Gelenkwellen auf sich hat. Beziehungsweise was heißt zwei? Also irgendwie haben die vier sogar, dass man überall drankommt. Und ich habe jetzt irgendwie in die eine und in die gegenüberliegende was reingemacht. Und es kommt irgendwie überall an derselben Stelle raus. Also irgendwie braucht man nur an einem Schmiernippel Fett reinmachen. So, das ist jetzt die letzte Antriebswelle hier. Das ist jetzt wieder eine, die nur ein Schmiernippel pro Kreuzgelenk hat. Also wenn der nicht genau drauf sitzt, dann haut das alles vorbei. Und da geht nichts rein. Erste Kartusche ist weg. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Also einmal abnehmen den Kram hier. Nichts verschwinden. Rein in das Teil. So, wo ist er? Ich glaube, meine Kopflampe gibt auch schon auf. Also eine Sache kann ich schon mal sagen. Ich glaube, es lohnt sich, etwas bessere Kopflampen zu kaufen, die irgendwie länger als, naja, 2 Stunden schaffen. So, mein Kopf. Ich kann meinen Kopf nicht mehr hochhalten. Vor lauter Fett sehe ich den Nippel nicht mehr. Ist ja irgendein Trick irgendwie bei den Kreuzgelenken, dass man nicht irgendwie die halbe Kartusche daran verschwendet. Oder lasst ihr alles drinnen und scheißegal, wenn das hier alles vollsaut hier drunter. Ich glaube, ich habe hier unten soweit alles, bis auf vorne jetzt die Gelenkköpfe. Dazu das muss ich das Ding aber irgendwie aufbocken. Also und die Federböcke noch. Mal gucken, vielleicht gehen die hinteren ja besser. Das mache ich jetzt noch. Die vorne habe ich nichts reingekriegt. Muss ich mal gucken. Also wir fahren ja morgen in die Werkstatt, um den einmal so durchgucken zu lassen. Und vielleicht kann der mir was dazu sagen. Ein neuer Tag. Heute machen wir vorne die Achsgelenke. Da sind irgendwie Schmiernippel drin und die kriegt man irgendwie nur zu fassen, wenn man einlenkt und das Rad drehen kann. Deswegen werden wir ihn jetzt aufbocken. Habe ich auch noch nie gemacht. Mal gucken.
ich kann da überhaupt nicht sehen, dass sich da irgendwas dreht. Also geschweige denn, dass ich da irgendwo einen Nippel sehen kann. Keine Ahnung, ob da was sein soll, ehrlich gesagt. Oder schmiert man da einfach nur mit dem Pinsel rein? Aber eigentlich dachte ich, dass wir jetzt irgendwie da einen Nippel vorfindet. Offensichtlich kann ich keine Schmiernippel finden. Ich denke, ich gebe das jetzt hier auf und wir fahren ja morgen in die Werkstatt. Ich gucke auch nochmal ins Handbuch, ob ich da irgendwie nochmal was drin finde. Es ist zwar alles auf Französisch, aber dank Google-Übersetzung, die übrigens auch Bilder übersetzen können. Also wenn man irgendwie ein Bild hat, wo Schrift drauf ist, das kann das Tool auch. Das ist ziemlich geil, also gerade für Handbücher auch geeignet. Ich lasse das Ding jetzt ab und dann war es das für heute. Extra gebaut jetzt für das Ding hier aus Kupfer. Ich glaube, das wird so 5 Anwendungen lang halten, dann ist das Ding so verbogen, dass gar nichts mehr geht. Zack. So. Und. Okay. Wie weit soll ich noch schrauben? Ungewöhnlich. Und geht er jetzt nicht mehr runter? Oh Mann, ey. Ja. So ist das halt, wenn man Sachen geschenkt kriegt. Aber der wurde so bereitwillig aufgegeben. Jetzt weiß ich wohl warum. Heute ist der große Tag gekommen. Wir brechen hier tatsächlich auf. Wir haben heute den 3. November. Heute, genau vor 6 Monaten, haben wir unsere Wohnung aufgegeben. Also wir sind jetzt 6 Monate wohnungslos. Und 6 Monate an diesem Ort. Genau. Unglaublich. Aber was noch viel unglaublicher ist, wir verkaufen jetzt heute das letzte Stück aus unserem alten Leben. Ja, wenn man so will, genau. Wir hatten ja immer noch das kleine Auto gehabt, die ganze Zeit. Das war auch gut. Also viele Dinge brauchten wir halt aus dem Baumarkt oder aus woanders her und auch zum Einkaufen und so. Der LKW fuhr ja nicht immer. Und ja, das wird heute verkauft. Heute ist der Tag, wo wir losfahren und ich bin irgendwie schon ganz schön aufgeregt. Wir machen jetzt die letzten Sachen noch. Der Reifen kommt oben rauf. Der Kran, den wir jetzt gleich oben aufbauen, um den Reifen hochzukriegen, muss auch irgendwie verstaut werden. Wird spannend. Es ist halt heute irgendwie ein ganz besonderer Tag. Nicht so einfach. Viel später als erwartet geht es jetzt los. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Irgendwie, es geht jetzt los. Der Motor läuft. Wir warten nur noch, dass die Bremsen Druck haben und dann fahren hier Freunde besuchen. Ja, das ist eine Stunde Fahrt ungefähr. 78 Kilometer bei Dunkelheit. Mal gucken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen da, einen Kommentar. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns gefälligst jetzt. Schön die Hitzerisse hier. Da kommt das Getriebeöl schon raus. Ist wohl anscheinend auch ein häufiges Problem. Bin echt gespannt. Wir haben hier zurück. Der Dezember zeigt sich von seiner schönsten Seite. Eine Sache ist fertig, die nächste kommt. Bremsflüssigkeit fehlte aus dem Bremsbehälter. Da ist mir dann das Herz ja auch schon gleich in die Hose gerutscht. Als damals auf der Autobahn die Bremse fest war. Es ist besser vorher einmal zu überlegen, als zweimal zu schrauben. Gibt es irgendwie einen coolen Spruch dazu? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Der Tag ist gekommen. Ist alles gut. Läuft.